Hallo, willkommen bei Kamananda. Ganz herzlich, schön, dass du zuschaust. Heute noch ein kurzes Upgrade zu unserem Video Pflanzenextrakte, Pflanzenelixiere. Mein Name ist Günter Karl Hartner und ich bin Arzt in eigener Praxis. Wir haben ein Video gedreht über den Pflanzenelixier, den man sich selber machen kann aus den Pflanzen, die zum Teil antivirale, antibakterielle, antimikrotische Wirkungen haben, immunstimulierende, modulierende Wirkungen etc. Jetzt ist es so, dass ich auch erwähnt habe, dass man das ja auch zum Beispiel im Internet bestellen kann als fertige Lösung. Diesen Extrakt, den wir empfohlen, den ich das letzte Mal gemacht habe, mit dem Wein oder mit dem Glycerin, den kann man sich nicht im Internet bestellen. Man kann allerdings das Ganze in Tropfenform bestellen und die Tropfen dann einfach einnehmen. Und ich zeige dir heute, wie du diese Tropfen herstellst. Also, man braucht da, wenn man das möchte, nicht das Geld ausgeben und das dann fertig kaufen. Man kann sich das selbst machen. Wir brauchen nur schauen, was steht denn hier drauf. Da steht Wasser und Alkohol und eben das entsprechende Extrakt. Hier die Katzenkralle zum Beispiel. Oder bei dem Andrographis steht hier drin 45%iger Bioalkohol und Andrographis-Extrakt, Pflanzenextrakt. Ne? Kann man sich also selbst herstellen. Es gibt auch alkoholfreie Lösungen, die kann man sich auch selbst herstellen. Zeige ich dir auch, wie das geht jetzt. Es ist ganz einfach. So sieht es dann nachher aus. Und eben dann entsprechend, wenn wir das abgefüllt haben, so, hier habe ich meine eigene Lösung drin. Ja, zeige ich dir gleich. Also, du nimmst ein kleines, gut verschließbares, zum Beispiel Honigglas. Ich schaue immer, dass sie gut verschließbar sind. Und dann gibt man entsprechend die Kräuter rein, die man haben möchte. Haben wir alles schon erklärt in unserem ersten Video über die Pflanzenextrakte, Kräuterextrakte. Ich nehme hier mal die Katzenkralle und den Cistus. Kann man mischen. Man kann sich das auch natürlich dann nur den Cistus, nur die Katzenkralle nehmen. Kann man auch nach Belieben machen, wie man möchte. So. Ich würde es ungefähr zum Dreiviertel voll machen. Okay. Und dann nimmt man, wenn man eine alkoholische Lösung machen möchte, wie hier, zum Beispiel einen Bio-Wodka. Wodka ist ein relativ neutraler Alkohol. Man kann auch ein Ding nehmen, Korn zum Beispiel, aber bitte Bio. Und füllt es einfach auf. Es gibt da relativ viel Lösung. Man kann natürlich auch ein kleineres Gefäß nehmen und schon fertig. Wenn man möchte, kann man noch ein bisschen Honig mit reinmachen als gute Geschmacksnote. Kann man noch mit reinmachen, 2, 3, 4 Esslöffel. Und drauf, macht das Ganze gut zu und lässt es dann ruhig 1, 2, 3 Wochen, 4, 5 oder 6 Wochen stehen. Dann sieht es so aus. Die stehen hier schon ein paar Wochen. Das wäre ein Cistus, das wäre ein Mädesüß. Was ich immer noch mache, nach dem Professor Emoto, die Botschaft des Wassers, das kann man mit dem hier genauso machen, man kann das beschriften, dann nehme ich einfach hier einen guten Schreiber und schreibe Gesundheit oder Heilung drauf. So, Gesundheit hier oder Engel oder göttliche Quelle, was man möchte. Kann man noch machen. Dann lässt man stehen, dreht es immer wieder um oder schüttelt es ein bisschen und fertig ist das Ganze. Also wie gesagt, einfach die Kräuter nehmen, die haben wir alle beschrieben und den guten klaren Schnaps dazu, am besten ein Wodka, Bio-Wodka. Man kann es auch noch, wenn man möchte, wenn es einem zu stark wird, mit Wasser natürlich verdünnen oder auch ein bisschen Wein noch dazu schütten. Dann ist es nicht ganz so stark. Natürlich nimmt man da keinen großen Schluck täglich, sondern man macht es so, wie es hier auch draufsteht. Man nimmt dann eben morgens und abends 20 Tropfen oder 30 oder 40 oder auch nur abends, wenn einem der Alkohol zu viel ist. Und es schmeckt dann auch ganz gut. Sollte man sagen, hey, es ist mir zu viel Alkohol oder ich möchte es meinen Kindern geben, dann macht man es folgendermaßen. Man auch das Glas, füllt es auf mit den Kräutern und nimmt Glycerin. Füllt es
zur Hälfte, maximal zur Hälfte auf mit Glycerin und die andere Hälfte mit Wasser. Das haben wir in dem anderen Video auch schon beschrieben. Das kann man dann so machen. Und wenn man das dann als Tropflösung haben möchte, das ist natürlich dann, muss man lange stehen lassen. Also lieber mal 3 oder 4 Wochen stehen lassen, dass es richtig durchzieht und die Stoffe löst. Bitte nicht in eine Tropfflasche reinfüllen. Entweder in eine Flasche zum Trinken, dass man es per Esslöffelweise nehmen kann, oder eben in so eine Flasche mit einer Pipette dran. Dann kann man das aufziehen. Also wenn man das auch sich bestellt im Internet, antialkoholisch, dann ist das genauso gemacht mit Glycerin und Wasser und kommt in der Tropfflasche, weil es ein bisschen dickflüssiger ist. Das sollte man noch beachten. Gut. Was ist noch zu sagen? Wenn das Ding dann fertig ist, dann nimmt man einfach einen. Ich mache es dann immer so, ich fülle es erst in so eine Flasche ab hier. Dann nehme ich einen Trichter und ein Sieb drauf und schütze einfach durch den Trichter und durch den Sieb und den Trichter in die Flasche rein. Und dann nehme ich nochmal einen kleinen Trichter. Nehme ich so kleine Trichter. Mach so eine Tropfflasche dann auf, die kann man einfach öffnen, hier. Dann leer ist. Und mache das mit einem kleinen Trichter, fülle ich das vorsichtig hier rein, fülle das auf und mache den Tropfaufsatz wieder drauf. Kann man irgendeine Flasche nehmen und dann hat man hier das entsprechende Medikament. Man kann es auch in ein Sprühfläschchen reintun und wenn man dann unterwegs ist und sich quasi desinfizieren möchte, kann man das auch in die Handtasche tun und ins Täschchen und ins Auto legen und dann einfach in den Mund sprühen. Gut, das wäre noch das Upgrade. Wie mache ich mir einen richtigen Extrakt hier? Ganz einfach, so wird es gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao.